Und damit Hallöchen und mal wieder willkommen zurück. Mein Stylus ist hier. So. Und natürlich willkommen zurück zu einem weiteren mega spannenden Match hier bei Inazuma 11 Ultimate. So, und heute spielen wir gegen eine Mannschaft, die wirklich auch schon mal angetreten sind, glaube ich. Ich glaube sogar öfters. Vielleicht sogar 3-4 Mal gefühlt. Ersatzteam 2. Wer kennt sie nicht? Der heutige Gegner Ersatzteam 2, das vorletzte Match hier bei der unteren Abzweigung. Der unglaublichen Fußballtour vom Trainer der Maritimes. Danach geht es hier noch in der Mitte weiter und dann wird wahrscheinlich das Finale verschoben und dafür eine Tour bei Inazuma 11 Go wieder reingezwängt. Ja, genau. So, aber wir starten mal mit Ersatzteam 2. Bin mal ziemlich gespannt, denn es könnten wieder alle möglichen Spieler sein. Also wenn das der gleiche Name ist, heißt es ja nicht, dass es dieselben Spieler sind. Es könnten andere Ersatzteam-Leute sein. Ich bin sehr gespannt. Also gehen wir gleich mal rein mit Story-Modus-Team. Keine Zeit verlieren hier. Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Also, let's go. Super. Da fangen wir mit der unglaublichen Fußballtour an. Oh yeah. Du sagst als namenloser Trainerboy. Touchpad ist immer ready und wir legen los. Ja. Spires. Kenne ich gar nicht. Endlich. Endlich! Nach all den Jahren als Bankdrücker kriegen wir endlich die Möglichkeit, auf dem Platz zu glänzen. Breakfast. Wie ist ihr? Wir werden euch besiegen und dann werden alle erfahren, wie gut wir sind. Das sind ja mal richtige Randoms. Ich mag eure Einstellung. Lasst uns ein Trainingsspiel machen. Nein, wir zerstören sie. Raimon oder Ultimate 11 vs. Ersatzteam, du. So. Da hat sich nichts verändert. Alles so, wie es ist. Gleich weiter. Weiter, weiter, weiter. So. Und einen ganzen Haufen Randoms, die ich... Achilles kenne ich. Ich kenne echt nur Achilles. Den Rest kenne ich gar nicht. Der ist eine Wildhorse. Wer ist er denn? Holy shit. Wir müssen ja gleich mal nachgucken. Ich bin immer sehr gespannt, wie das alles ist. Und wenn wir einfach unten klicken, dann könnt ihr das Ganze per Timestamp überspringen. Genau, Gas Healy kenne ich. Es gibt nämlich einen Mr. Healy bei irgendeiner Serie. Ich habe früher so viele Serien geguckt und da gab es irgendwo einen Mr. Healy. Der hat sich bei mir schon eingebrannt. Kai Gus Healy Achilles. Fantastischer Spieler, aber leider sehr anfällig für Verletzungen. Und der ganze Rest ist random. Wie zum Beispiel Beef and Breakfast. Okay, der Name macht irgendwie schon Sinn. So eine Art Stadt. Bed and Breakfast. Nee. Beef and Breakfast. Macht wenig Sinn. Also war es schon eine Bed and Breakfast Anspielung. Seine gemütliche Hütte ist eine beliebte Ferienpension. Und ich glaube, Bed and Breakfast ist in Amerika einfach nur eine Halbtagspension. Schätze ich mal. Denn wenn Mittagessen dabei wäre, wäre es ja eine Ganztagsding. Weiß ich. Zen Wildhorse. Wer ist er denn? Es sieht ja komplett anders aus. Ein Meisterball, der mit Turntechniken angreift. Zum Beispiel Kugeltänzer. Gut, der Geisterschuss drauf. Geil. Und dann alle rückwärts. Eie. Ach, und Level 56. Uiui, jetzt ziehen sie ein bisschen an. Ben Nevis ist auf Land gezogen, weil er es liebt, Tiere zu beobachten. Den habe ich auch schon mal gesehen. Eine sehr geile Beschreibung. Saul Tunk, kein Teamspieler. Er trägt sich aber nach Reibereien sofort wieder. Das ist die Hauptsache. Mitch Grumble kommt aus einer Familie, die selbst so groß wie ein Fußballteam ist. Davon gibt es ganz viele. Simon Kali stellt seine Beine, indem er auch in Hochhäusern Treppen benutzt. Soll auch sehr gesund sein. Zwar nicht so gut für die Gelenke später,
Aber Bewegung ist immer gut. Winston Falls Spock. Begnadeter Spion, der schon oft vor dem Angriff aktiviert wird. Wer wird aktiviert? Dann das einzige Mädel in der Runde. Amy Spires. Besessen von Türmen. Klettert jeden hinauf, den sie sieht. Was sind denn das für Bergfaxe hier? Bergkletterleute. Holy shit. Die habe ich ja noch nie gesehen. Hat die gute Werte? Ah, geht. Hau die Pille. Ehre. So, dann Martin Ursus. Das sieht auch komplett anders aus. Dieser Bursche soll einen Polarbären bezogen haben. So wie der aussieht, glaube ich das auch. Das sieht ja komplett anders aus. Und im Tor Eide. Ironside. Ist er mit Ironside verwandt? Treffsicherer Schütze, auf den sein Land stolz sein kann. Ironside, also irgendwas in Sicht. Aufstellung Superstar 5. Kann interessant werden. Also ich glaube, wir werden trotzdem dominieren, aber auf jeden Fall ein paar Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Bin schon mal sehr gespannt. Also, wir switchen und let's go! Da, da, da. Hierher, hierher. Dein Wunsch ist mir Befehl. So, check aber hinten bleiben diesmal. Er rennt mir heute irgendwie ein bisschen zu weit oder in letzter Zeit so oft nach hinten. Das mag ich nicht. Moment. Willst du mal? Su. Moment. Hau die Pille. Apropos, hau die Pille. Hau die Pille rein. Raketenschlag. Rocket Punch. In your face. Ins Tor. 1 zu 0. Yes. Eieieiei. Ne, Moment. Das Pairing war schon richtig, oder? Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Das war schon Erik, der gerade auf Zug geritten ist, oder? Ach, und mein Programm ist wieder nicht da. Es ist so gut wie nie da. Ah, jetzt sieht man es nicht. Aber er ist auf sie aufgesprungen. Da geht was. Was für ein Tor und was für ein Ritt. Ah, eine unerwartete Entwicklung. So, jetzt bevor ich noch irgendwas weitermache, ich kenne mich. Puff. So, 2-0-3. Ich bin echt mal gespannt, ob die Zahl hier wirklich stimmt. Ich muss irgendwann mal alle Tore addieren, zählen und zur Not noch korrigieren. Denn ich hasse es einfach, wenn irgendeine Zahl, die ich hinschreibe oder addiere oder berechne, wenn die nicht stimmt. Das ist schrecklich. Ist auch ein bisschen eine kleine Berufskrankheit, denn ich bin in der Logistik und da habe ich halt ganz viele, ja, Artikelnummern. Also ich bin gelernter Fachlagerist und jetzt Logistiker, so in der Art. Und ich habe da ganz viele Artikelnummern, Bestellnummern, Gruppennummern. Ich habe Nummern überall. Ich muss auch ganz viele Sachen noch addieren und alle möglichen Formen in Word, nicht in Word, Formen in Excel schreiben, damit alle möglichen Listen perfekt, damit die ganzen Stückzahlen dann perfekt addiert sind und dann alles schön dasteht. Und wenn deine Zahl nicht stimmt, dann, ach, das ist das Schlimmste. Deshalb wird hoffentlich die auch stimmen. Aber gut. Machen wir lieber Tore und zählen die. Und da ist schon das zweite. Ja. Sehr schön. Mir gehofft hat, muss schon ein bisschen schneller sein. Ah, eine unerwartete Entwicklung. Jetzt wird's heiß. Und es wird noch heißer. Doppelt hält besser. Da ist Tunk eingebrochen. Oh, komm ich da vorbei irgendwie? Ah, ja, perfekt.
Und da kommen sie wieder. Mit Kelly. Der Ausgeh-Aurora zirbelt wird. Wunderbar. Hat sie Frosty? Bis langsam. Das war schon ausgepowert. Nicht übertreiben hier. So, ja. Und rein das Ding mit. Na, Todesteig zweimal. Machen wir einen Blitzausbruch. Lange nicht mehr gesehen. Eine schöne Dreiertechnik. Mit dem stärksten Trio. Mark, Sharp und Axel. Der muss doch reingehen. Das sieht gut aus. Und drin. Bam. Vorwärts, Raimon. Yeah. 3 zu 0. Das ist doch. Oh, und Level plus 1. Starke erste Halbzeit. Haha, ich musste einfach treffen. Oh, eine unerwartete Entwicklung. Ich sollte auch mal ein bisschen andere Techniken einsetzen, damit die ein bisschen hochgelevelt werden. Gut, ich weiß nicht, ob das hier noch so viel Sinn macht. Aber gut, wir haben ja erst fast 3 von 5 Touren abgeschlossen. Das heißt, da kommen eh noch einige Matches. Da kann man das vielleicht doch schon brauchen. Na, komm ich da vorbei. Jupp, und wieder nach links. Und wieder nach rechts. Mit Phoenix. Lang nicht mehr gesehen. Das sieht wunderschön aus. Auch mit Zoom Start. Richtig stark. Frauenpower. Schutzmann zum Secret Service. Ha, Firewall durchbrochen. Bam. 4 zu 0, genau. Musste gerade rechnen. 4 zu 0, erste Halbzeit. Sehr schön. Ich hab getroffen. Ah, eine unerwartete Entwicklung. Also ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, Prank S ist heute wieder mal am Start. Sehr schön. Doppelte Erfahrungspunkte. Wunderbar. SF, genauso wie erwartet. Nichts Besonderes, nicht wahr? Pass nur auf. Das Spiel drehen wir mit links. Ha, das will ich sehen. 74%. Richtiger Dominator hier. Komm schon, einen machen wir noch. Einer geht noch rein. Jetzt ein zweiter, aber einer reicht erstmal. Dieser Blackfall hat irgendwie so eine komische Möchtegern-Stonewall-Frisur. Die ist ein bisschen seltsam. Prismenbogen, versuchen wir es mal. Ne, irgendeiner hat die Blocktechnik. Geht also nicht rein. Oder doch? Klingenhüter, mal gucken. Auf die Distanz. Ha, war noch zu stark. Bam. 15-0. Tolles Tor. Das ist doch schön. Aber noch drei, da haben wir hier 300 stehen. Wie gesagt, wenn die Zahl stimmt. Ah, eine unerwartete Entwicklung. Na. Ah. Uiuiui. Vorsicht, aufpassen, Axel. Wunderbar. Axel, der zweite Wallside. Das ist eben nach vorne. Wallside, komm schon, Action, gib ihm. Ah, wunderbar. Destroyed. Was machst du denn? Ist irgendwo hin, wo keine Sau steht. Und da ist er. Keine Sau, aka Sharp. So. Bisschen noch. Ja. So, da komme ich locker vorbei. Mit Illusion Ball. Sparen wir mal ein bisschen TP. Und 59 müssten normalerweise ausreichen für Phoenix, wenn wir die heiße Phase aktivieren.
Let's go again. Phoenix. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Phoenix kurz vor Level Up ist. Nö. Aber 6-0 ist da. Bam. Weiter so, Raimon. So. 298. Hab getroffen. Amazing. Ah, eine unerwartete Entwicklung. Gretchen. In den Staub. Unwürdiger. So. Und Sharp. Machen wir mal Kombischuss. Mal was Ruhiges. Übertreiben wir es nicht. Ja, kann er den halten? Das ist nicht der Stärkste. Nee. Kann er nicht. 7-0. Okay, jetzt will ich die 300 voll machen. Mit Ansage. Ich muss einfach treffen. Ah. Aber wenn schon, dann mit Stil. Jetzt ein bisschen einfrozen. Eiserflock. Kelly, der immer noch voller Power ist. Wow. Einfrieren. Schockfrosten. Ah. Und von ganz hinten nach vorne zur Tornummer 300. Mondstein, Flieg und Sieg. Mit Ansage. Geil. Und da ist es. Wie gesagt, wenn die Zahl stimmt. Geil. Boom. So wird das gemacht. Absolut stark. In der letzten Sekunde der heißen Phase und exakt noch zum Ende der zweiten Halbzeit. So wird das gemacht. So. Heiße Phase vorbei. Es wird noch ein bisschen hin und her gebolzt, aber das Spiel ist beendet und wir gehen mit einem großartigen Sieg mit 8-0 und den wahrscheinlich 300. Tor. Yippie! Ärgert euch nicht so sehr, Leute. Wir haben versagt. Ja, vor allem du, Achilles. Richtiger Versager. So. Ganz wenige Erfahrungspunkte, aber mal 2. Dann kriegen wir schon ein bisschen mehr zusammen. So, Level Up bei Wallside, Bobby, Crypto und LaChance. Ach, diesmal nicht Bloody. Aber man sieht schon, der kriegt echt verdammt viele Erfahrungspunkte immer. Wo ist er doch von den allen hier in der Mannschaft der untergeleveltste? Neben Crypto. Mhm, geil. Apropos geil. Wer ist denn das nächste Opfer? Also ich meine der nächste Gegner. Opfer sagen wir nicht. Das denken wir uns nur. Es ist, hier oben rechts steht schon eine ganze Zeit, aber es ist, Bester Finder Suma One. Gegen die haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Also ich weiß, das Bappen habe ich schon ein paar Mal benutzt oder mindestens einmal benutzt. Bin ich mal ziemlich gespannt, wie das Match wird. Und die untere Reihe bisher. Gut, da haben wir ein bisschen reingekackt. Sonst AS. S. SAS. Eine ganz gute Tour bisher. Zumindest die untere Reihe vorne. Oben haben wir auch ein paar Mal B gehabt. Ich glaube, da noch irgendwo. Nee. Aber gut. Das war auf jeden Fall heute mit Ersatzteam Nummer 2. Und beim nächsten Mal kämpfen wir dann gegen Best of Fina Suma 1. Und ich bin sehr gespannt, erstens, wer da in der Mannschaft drin ist. Denn die Best of Fina Suma könnten einige sein. Und auch vom Level her. Jetzt haben wir 56, wir sind jetzt 57, 58, 60 vielleicht, man weiß es nicht.
Aber gut, bin mal ziemlich gespannt, wie das dann wird. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, immer schön am kleinen, runden Ball bleiben. Bis dann!